Freunde, es ist kein Weihnachten mehr, es ist Silvester, das Ding muss raus. Ein komplett vernadelter Weihnachtsbaum und nicht mal das Schild abgemacht wurde, Junge. Lech, was sagst du dazu? Genau das gleiche, Lech, du hast gesagt. Oh Gott, oh mein Gott. Der ist toter als meine Urgroßoma. Das können wir nicht durchs Treppenhaus tragen, er muss anders raus. Digga! Oh nein! Es ist eine reine Katastrophe! Ich hab keinen Bock mehr. Warum ist der Stuhl auseinandergebrochen? Wie kann das passieren? Ich mach jetzt Weitwurf. Achtung, vielleicht schaffe ich. Was denkst du? Ich bin der Grinch. Und ich hasse Weihnachten. So, jetzt haben wir wieder Platz in der Wohnung. Der Weihnachtsbaum ist raus. Ich würde sagen, wir gehen zu Ikea. So, wie willst du dich mal deinen neuen Song präsentieren? Wir haben gestern Abend so einen Joke-Song gemacht. Ihr kennt ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so eine Stimme hört sich so ähnlich an, finde ich irgendwie manchmal. Weil auch so hoch und so kitschig und so schlangig ist. Deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir genau so einen Song. Das ist meine Lache, ne? Das fängt man an. Dein Party auf. Denn, meine Freunde, wir werden die ersten Möbelstücke holen, die Flash sich aussucht. Das erste Möbelstück, was Flash sich aussucht, werden wir kaufen. Das ist einfach nur dumm und es ist bestimmt keine Ausrede, weil wir einfach einen Hotdog essen wollen bei Ikea. Flash, bist du hyped, etwas einzukaufen? Oh, 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 er ist mega hyped, er ist giga hyped. Wir haben, glaube ich, echt keine Leine. Deswegen nehmen wir einen Abschleppseil. Flashy, komm her. Der Fund darf noch nicht sterben, bevor wir in den Ikea gegangen sind. Sonst haben wir kein Möbelstück. Nur wegen dem Möbelstück. Er ist gerade richtig hyped, guck dir den an. Ab jetzt. Wow, Junge, er wird sich echt umbringen. Ab jetzt geht's los, Flash. Was du berührst, das kaufen wir. Und dann gehen wir direkt wieder nach Hause. Echt? Ja. Ah, verstehe. Okay, gut, dann tun wir weg. Okay, und in der Sekunde hat sich die Challenge beendet. Dann sind wir doch nur wegen dem Hotdog hergekommen. Hallo! Er ist so gebrochen, er ist so gebrochen. Oh, oh ja. Wir wissen gar nicht, warum Hunde nicht erlaubt sind. Verstehe ich auch gar nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, da hat sich das Ganze doch schon wieder gelohnt. Ah. Dafür haben wir Flash als Trost was mitgebracht. Flash! Aha. Lösch das bitte. Flash, guck mal hier, was ist das denn? Wo ist der Hai? Hier ist der Hai! Oha, ihr feiert ihn, ja! Ja! Au, du hast mir in die Hand gewissen. Flash ist aggressiv. Wir denken auch immer, Flash ist so ein netter kleiner Hund, aber Flash ist ein richtiger Agro-Hund. Er ist ein richtiger Agro-Hund. Ihr denkt euch, er ist süß und sowas. Nein! Flash, was machst du mit deinem Geschenk? Hör auf, der arme Hai. Ah, ich will das nicht sehen. Du vegan für Rosalinde. Und das hier haben wir extra für den Hund gemacht. Leckeres Fleisch. Ohne Gewürz natürlich. Ich glaube, Flash wird jetzt die schönsten Minuten deines Lebens haben. Deswegen ist Flash hat heute halt echt einen Scheißtag und ich glaube, das wird ihn auf jeden Fall aufmuntern. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, Flash, was ist das? Ah! Ah! Ja, ja! Und los! Das ist gerade der schönste Moment in seinem Leben, glaube ich. Oh nein! Ich glaube, Silvester wird auf jeden Fall wild heute. Flash, Silvester. Flash hat einen fetten Knochen bekommen und eine Spannungsmusik, damit Silvester wenigstens ein bisschen cool ist. Freunde, heute ist Silvester und wir haben hier mal wieder etwas Giga-Giga-Giga-Giges ausgedacht. Und zwar der Pyro-Team Stones, was zugeliefert, und zwar eine Mystery-Box. Aber diesmal nicht mit irgendwelchen random Sachen, sondern Mystery-Box mit Böllern. Ich habe dieses Jahr nichts für Silvester gekauft, ich habe nur diese Mystery-Box, also ich bin echt gespannt, was da drin ist. Digga. Boah, hoffentlich böllert es jetzt nicht weg. Hat er gerade den Karton, Digga? Okay, ich würde sagen, langsam. Oh, warum nicht schnell? Ja, dann machen wir schnell. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ist das hier. Was ist das, Bruder? Was ist das? Wir haben so viele Raketen. Nein, bitte nicht. Yeah. Oh mein Gott, wie cute. Wer traut sich auch nicht daran zu ziehen? Ich habe immer richtig Angst davor. Was soll denn da passieren? Keine Ahnung. Oh. Und eine Riesenbatterie. Und eine Riesending. Und was ist das hier, Junge? Das sieht irgendwie aus wie eine Schussrichtung. Das ist so ein Ding, was man so schießen kann. Das ist unsere endgültige Ausbeute. Das ist einfach nur krank. Warum hast du noch nicht erwähnt, dass das auch noch mit dabei war? Ihr seid so kacke. Happy New Year! In 10 Minuten ist auch schon Silvester. Danke auf jeden Fall, die Pyro-Team Stones. Danke. Die Fahrstuhl ist aktuell kaputt. Jetzt müssen wir 7 Etagen auf das Dach laufen. Gut sein. Guck mal, wie der da liegt. Kurze Pause. Wir sind erst in der 4. Etage. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Noch 3 Minuten! Hast du gesehen? Ja. Oh mein Gott, wie geil das aussieht! Das ist so geil! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja! Wow! What the fuck? Alter!
gerade neu da. Ja. Ich nicht, wir sollten ein Geheimnis langsam lüften. Was denn? Ein Geheimnis, was gar kein Geheimnis ist. Eine Suse-Szene, das war eigentlich fast schon zu gut für meinen Kanal. Okay, das war's für Romantik, wir müssen jetzt einen dummen Tanz machen. Und dann haben wir die ganze Zeit versucht, Herzwunderkerze anzumachen, aber es hat nicht geklappt. Oh Gott, ich hasse diesen Couple-Content jetzt schon. Unsere Liebe soll nicht brennen. Sie brennt doch, die heiße Liebe. Nicht an meinen Kopf, mach doch gar keinen Weg. Ich hab mich gerade angebrannt. Und dann wollten wir ein bisschen Unruhe auf der Straße stiften. Ich hatte ja meine Böller bekommen, aber außerdem habe ich noch meine hellste Taschenlampe der Welt. Und die wurde erstmal schön benutzt, weil die ganzen Leute von der Haustür gegammelt haben. Ja! Und unten auf der Straße war wirklich völlige Eskalation. Oh, Bruder. Die Mystery Box. Ja! Mal gucken, was diese Dinger können. Die hatten wir auch in der Mystery Box. Ist das sicher sowas? Ich hab Angst davor. Auch wenn das hier ziemlich eskalativ wird, passt auf jeden Fall auf euch auf, was Silvester gibt. Also es ist wirklich gefährlich draußen, also macht keine Scheiße. Der Baum, bring den Baum um! Deswegen sollte man mir keine Böller geben. Der Boden! Ah! Wenn ihr euch wundert, was Lea an Silvester gemacht habt, hier ist die Antwort. Lea ist schon komplett besoffen, deswegen geht sie gar nicht mehr ran. Kurs geht raus. Lea, frohes Neues, wenn du das Video siehst. Wir haben dann noch ein bisschen Party in meiner Wohnung gemacht, aber Johannes war nicht so ganz motiviert. Und als er kacken war, habe ich ihn ein bisschen versucht motiviert. Strobo-Schiss, Johannes! Stefan, du musst kacken, dann ist aber mal Disco. Meine Frau betretet den Raum. Warum, Moritz? Hör auf, meine Mutter, dass sie das ist so fein. Oder deine. Ab jetzt wird es wirklich einfach noch cringe auf diesem Kanal. Also nein, wird's nicht. Wer fährt jetzt für einen Hotdog nach Ikea? Wer nach Ikea sagt, ist so dumm in meinen Augen. Nach Ikea, als wäre das so eine Insel oder so. Ja, auf Ikea. Wir fahren jetzt auf Ikea. So, halt die Klappe. Wer fährt für einen Hotdog auf Ikea?